Ja, moin Leute. Das zweite MW3-Video von mir ist angesagt. Ich wechsle noch schnell zur UMP. Also, jetzt habe ich die Ska, jetzt habe ich die UMP, weil ich habe keinen Bock auf das da gehabt. Und jetzt guck mal unten, da kommt ein Finger von mir. Und mach noch mal ein bisschen lauter. Super. Ihr glaubt nicht, wie viel der Aufnahme ist das von mir. Ja, ich habe ungefähr schon x Versuche gehabt, um das hier aufzunehmen. Weil der Ton lauter war als ich, weil ich nicht laut genug gesprochen habe, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Ja, und deswegen muss ich da noch ein bisschen was umstellen. Und ich hoffe, dass es das jetzt besser ist, dass man mich besser hört als eben. Ja. Gut, fangen wir mal an. Mit dem Gameplay. Und zwar ist es ein 19 zu 7 auf Bootleg. Team Deathmatch. Mit der UMP, darauf habe ich Schalldämpfer und Rückstoß. Und da kommt diese hässliche MP5-Noob. Aber so gut ist die Waffe gar nicht, aber nicht schlecht. Spiele ich gerne mit. Ja. Gut. Dann habe ich mit dabei die FMG 9er Kimbo. Die Semtex und das Strafbare da müsste dabei sein. Ja. Und da kill ich jetzt immer schön ein mit der FMG 9. Woo! Tja, und da werde ich jetzt wieder gekillt. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Aber man kann sich halt nicht alles aussuchen. So, meine Perks. Fingerfertigkeit Pro. Schnellziehen Pro. Und ruhige Hand Pro. Ja, den hole ich mir jetzt noch. Nee, doch nicht, schade. Hätte er sein können. So, alles klar. Jetzt kill ich den auch schön, wunderbar Drohne, er hat sich aufgehoben und alles wird schlecht. Aber es liegt nur an diesem Herzschlagsensor, weil ich kann damit gar nicht umgehen. Ich verstehe nicht, wie Leute das nehmen können. Naja, jetzt kill ich glaube ich einen damit, dann werde ich total geflasht, ja. Und jetzt ist es vorbei. Aber der Tod, der gleich kommt, da kann ich mich, oh, da kann ich mich jetzt noch kotzen von. So, pass mal auf, ich renne jetzt hier gleich rein, in diese Mitte da, die total gefährlich ist. Also noch ein bisschen blabig so. Und jetzt denke ich, dieser Freund da hinten ist ein Gegner und ballere ich erstmal voll auf den. Total unprofessionell. Ist dann aber halt so. So. Und jetzt kommt das gleich, die Szene mit der Mitte. Ich renne rein. So. Kann ich das jetzt irgendwie anhalten? Na, lass ich jetzt nicht. Ich habe den da hinten gesehen, den Gegner. Ich habe den gesehen und renne trotzdem hoch, weil ich da auch einen Gegner gesehen habe. Ja. Und deswegen hat er mich gekillt. Ich hatte ja gehofft, dass der mich nicht killt, aber naja. Okay, jetzt werde ich überrascht. Ah! Oh, habe ich noch gekillt. Und jetzt wieder. Ah! Oh, habe ich wieder gekillt. Gleich nach. Lalalala. Gekillt. Ja, das war lustig. Jetzt renne ich hier hinter und krieg ein Assist. Das ist zu wenig. Ich kenne schon fast das ganze Gameplay auswendig, weil ich so oft aufgenommen habe. Das hat nicht einmal funktioniert. Ja, jetzt kommt der Teil, wo ich mich entschuldigen muss mit dieser Qualität. So, da, dieser Kämpfer. Oh, ich habe sowas von geschrien. Ich habe sowas von geschrien. So, kommt auch noch ein feindlicher Heli. Ich habe ja keine blinden Überwacher in meinen Klassen, das regt mich auch auf, aber ich brauche Fingerfertigkeit irgendwie mehr. So, da ist ein Gegner und jetzt, da wusste ich, ist es aus und es war auch aus und schlecht. Ja, ihr seht es schon wieder, total Breitbild und total, also schlechte Qualität, man sieht alles durchspiegelt, mein geiles Stativ mit Kamera, mit Wii-Spiel. Aber anders geht es nicht. Ich habe eine bessere Kamera als meine Handykamera letztes Mal. Und diese Stockung und Grafikfehler oder was immer das war, sind weg. Es leckt jetzt schon ein bisschen. Aber damit kann man leben. Und den Ton versteht man. Man versteht mich. Jetzt nicht so gut, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Aber es ist ganz okay soweit. Ansonsten, ich weiß nicht, wie ich das noch verbessern soll, weil eine Kamera kostet schon sehr viel Geld und HDPV. Da kommen wir nicht ran. So, das war der vierte. Dann ist der fünfte. Schön. Ganz schön weit weg mit der UMP, das kann ich eigentlich nicht. Habe ich aber geschafft. Das sieht pretty schön. So, jetzt drehe ich mich um. Und das ist ein Gegner, kann ich jetzt schon sagen, den hole ich weg. Flups. Weg ist er. Oh, armer Gegner. Ja. Dann renne ich jetzt wieder in die gefährliche Mitte. Und die Szene jetzt ist ein bisschen lustig. Aber auch nicht sehr lustig. Ich renne hier rum und sehe den Gegner und ah! Weggemessert. Und da kommt der Kampfhubschrauber. Und jetzt bin ich total unprofessionell, mach das. Hol mein Heli. Dann schön die Pretty, denkt mir auch, was so einen schönen Kill. Lalala. Ach, kill's immer langsam. Und dann kommt der Heli, aber ich habe ihn nachgekriegt. Er hat auch ein bisschen Schub gegeben. Hätte ich den Schub nicht gegeben, hätte ich ihn bestimmt nicht gekriegt, den Kill. So,
Dann kommt dieser Magga und ich wechsle auf FMG9 Kimbo. Das war mies, weil er ist nicht tot. So, das war ein neuer Gegner und ich habe mich wieder schwarz geärgert. Und dann nehme ich auch noch die Typ auf, die der schlimmste Fehler meines Lebens. Aber die habe ich gleich wieder behoben, weil ich mag die nicht mit Rohpunkt, ich mag die nur ohne Rohpunkt. So, und den hätte ich noch gekillt, wäre diese scheiß Predator nicht gekommen, hätte ich noch gekillt. Ich bin ein allgemeiner Predator-Magnet, das meine ich im Ernst. Jeder zweite Predator holt mich wirklich. Das ist. Ah! Naja, gut. Durchschnittliches Gameplay geht zu Ende. Schlechte Qualität, aber meine Stimme, außer dass ich noch ein bisschen erkältet bin, hört man ganz gut dank meinem Mikrofon. Danke, Mikrofon. So, da ist der Final Kill. Und insgesamt, wie im Titel auch steht, ist es ein 19 zu 7 geworden. Damals war ich noch Prestige 9. Also, okay, bye bye.